liebe Freunde. Eine weitere Folge in Odyssey im Auftrag des Königs in der Wüste von Varant. Ja, wenn diese Folge jetzt hier erscheint, gegenüber steht mir ja der Herr Sorab, den ich nochmal eine Vergessensrolle gegen entschleudern werde, dann ist mein Strike bei YouTube jetzt wohl abgelaufen. Ja, wie es dazu gekommen ist, das werde ich nochmal separat nochmal erklären, aber ich werde erstmal Sorab erstmal eine scheuern. So. Mal gucken, vielleicht hat es ja geklappt. Geh mir aus den Augen, dreckiger Dieb. Ich soll ein Dieb sein? Jetzt. Beweise es. Mach das ja nicht nochmal, klar? Solange du mir nichts beweisen kannst, solltest du dich lieber bedeckt halten. Ach, verschwinde. Mhm. So, hier hast du dein Geld, das geben wir ihm nicht. Da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Waren aus Tisch. Was willst du noch? Ich habe hier eine Warenkiste vom Händler Karim. Dieser sandte mich zum Pass, um sie mit drei anderen zu holen. Dann sollte ich sie Bellasar bringen. Bellasar aber wollte sie nicht und schickte mich zu Hassan. Hassan aber sandte mich zu Kabir. Und Kabir sendet mich jetzt... Zu mir, ich weiß. Das ist der Proviant für unsere Leute. Was? Du hast es die ganze Zeit gewusst? Du hältst mich wohl für einen Trottel oder was? Reg dich ab. Du bist nicht der Erste, dem das passiert. Und ich bin ja schließlich nicht für diesen Mist verantwortlich. So. Und warum, bitteschön? Hast du mir nichts gesagt, als ich die Kisten geholt habe? Tut mir leid. Das war mir streng verboten. Die Kiste musste erst von Bellasar überprüft werden. Dann müssen noch Hassan und Kabir den Empfang bestätigen. Erst dann ist es mir erlaubt, das Zeug in der Kiste an die Leute auszuteilen. Das ist nun mal die Vorschrift. Wer denkt sich denn bitteschön so ein Schwachsinn aus? Tja, dann frag mal die Verwaltungsheinis in Ishtar. Die geben dir bestimmt eine gelehrte Antwort darauf. Die sind halt der Meinung, dass alles kontrolliert werden muss, da die Sachen sonst verschwinden könnten. So? Und was denkst du darüber? Tja, ich denke mir, der Proviant wird eh weggefuttert. Mit oder ohne Genehmigung. Also, gucken wir mal eben, was im Logbuch steht, aber erstmal speichere ich ab. Jawohl, und an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für eure qualitativ guten Einträge, die mich auch weiterbringen. Also auch an Taris und an Odyssey Moon Team, respektive Alain Dulon. Gucken wir mal erstmal nach, was wir hier erstmal erledigt haben oder teilweise wieder abgegriffen haben. Ganz ruhig, Roland, ganz ruhig. Sorab erklärt mir, dass dieses Hin und Her der übliche Geschäftsgang ist. Na, immerhin bin ich diese Kiste endlich los. Vielleicht habe ich doch von Karim viel zu wenig für diese Rumlauferei verlangt. Ja, aber wir hatten ja nicht mehr außer 250 Gold gehandelt. Wenn ich alle Kisten verteilt habe, werde ich ihn nochmal auf diesen merkwürdigen Geschäftsgang ansprechen. Ja, das hoffe ich auch. So, was haben wir denn erledigt? Dann haben wir Diebstahl bei Sorab erledigt. Sorab scheint sich wieder einigermaßen beruhigt zu haben. Ich sollte mir beim nächsten Mal genau überlegen, wo ich etwas mitgehen lasse. Sodele, ich habe eben Fehler gemacht, beziehungsweise ich habe alle Schlüssel nachgeguckt. Für Sanchez gibt es keinen Schlüssel. Dann habe ich wahrscheinlich den Fehler gemacht, dass der Sanchez wohl nicht der Müller ist. Bin ein bisschen durcheinander und habe es einfach, während ich alle Schlüssel durchgesucht habe, habe ich im Hintergrund hier mein Programm laufen lassen. Und deswegen muss ich nochmal neu den Spielstand einladen. Einleichern, was habe ich denn? Ich frage mich, also Sanchez ist doch dann der Müller oder nicht? Was? Oder habe ich jetzt wieder den absoluten Denkfehler? Es heißt ja, alternativ könnte ich ja den Schlüssel des Müllers stehlen. Ja, genau, und das Mehl im Lagerhaus bei der Mühle stehlen. Im Lagerhaus bei der Mühle. Das ist ja wohl dann das. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. So. Ach ja, Moment mal. Wollen wir mal hier den Bug mal hier gucken. Das sieht nach Lagerhaus aus. Okay. Ich habe keinen Schlüssel fürs Lagerhaus. Sanchez hat ja auch keinen dabei, oder? Ich
bin der irrigen Meinung, dass Sanchez derjenige ist, der der Müller sei. Ich weiß es nicht. Sehr komisch. Dann gucke ich mal. Moment mal, wer ist er hier denn? Das ist Rocco. Ja, Roccos Ring ist klar, haben wir gemacht. Ich mache noch mal einen kurzen Ausstecher hier. So, jetzt bin ich noch mal ganz sicher gegangen. Und zwar in der Komplettlösung. Das ist bei Müller Sanchez in der Mühle bei Amana. Also, er ist der Müller. Nur, ich komme nicht rein. Und bei Sanchez gibt es auch leider nicht die Option, seinen Schlüssel zu stehlen. Und somit ist diese Verwirrung endlich belegt oder widerlegt, die ich da hatte. Ja, wie komme ich denn sonst da rein? Ja, dann werde ich mich mal ein bisschen außerhalb begeben, damit ich hier ganz in Ruhe meine Nomadenkleidung anziehen kann. Denn ich will zu den Nomaden hingehen. Denn auf Anraten von... Wo ist denn jetzt hier diese lustige... Das ist... Nee, Leute, da hinten ist sie. So, richtig. Auf Anraten von Odyssey Mod Team erstmal zu Manuel gehen und ihn ansprechen, was ich ja schon gemacht habe. Er ist ja, hat ja Liebeskummer. Nomaden? So, richtig. Hier haben wir ja den Manuel. Und? Wie sieht es aus? Meine Fortschritte in der Magie werden von Tag zu Tag besser. Ich denke mal, dass ich mit der... Genau, das hatten wir ja gehabt. Und der Kamal will natürlich immer noch nicht mit mir reden, wegen seiner beiden Töchter. Nee, Quatsch, wegen seiner Tochter. Ja, hier waren wir drin. Ja, genau, richtig. Alain, hast du recht. Ab und zu mal den Ring abnehmen, damit man besser was sehen kann. Oder sich einen kleineren Monitor zulegen. Ne, das ist nämlich auch... da steht sie zum Beispiel, die Halima, oder wie sie heißt. Ja, Halima. Halima, ich möchte Selima und Ruslan helfen. Aha. Ja, natürlich. Gut, das habe ich vergessen. Ich hätte dann Halima ansprechen müssen. Mal gucken. Ich will deiner Tochter Selima und Ruslan helfen, dass sie ein Paar werden. Hast du was dagegen? Nein, ich habe nichts dagegen. Aber mein Mann Kamal. Weißt du vielleicht, wie ich deinen Mann umstimmen könnte? Kamal ist ein harter Mann. Ihn können nur besondere Taten imponieren. Besondere Taten? Hättest du vielleicht eine Idee, was eine besondere Tat wäre? Leider nicht. Das kann dir nur Kamal selber sagen. Ah ja. So, es wäre gewagt, ihren Ring zu stehlen. Den lassen wir mal. Das ist ja, ne, also wie schon gesagt, manchmal vergesse ich die Leute anzusprechen oder die überhaupt die Westverknüpfung zu durchschauen. Na, sorry. So, wollen wir mal gucken, was Karim für uns hat. Kamal. Mann, oh Mann, so, das ist jetzt hier Selima. Hier, wachsame Augen von Kamal. Russland wäre zu allem bereit, um deine Tochter zur Frau zu bekommen. So, was du nicht sagst, beeindruckt mich aber überhaupt nicht. Egal, welche Aufgabe du ihm stellst, er erfüllt sie. So ein Großmaul. Und was ist, wenn ich ihn beim Wort nehme? Nur zu. Er hat keine Angst davor. Das will ich sehen. Na gut. Er soll seine Aufgabe bekommen. In den Bergen gibt es einen schwarzen Troll. Wenn Ruslan mir dessen Fell und Tauer bringt, soll er Selima bekommen. Aha. Haben wir nicht schon einen schwarzen Troll da irgendwo in den Bergen da oben schon erledigt? Das wäre natürlich cool. Weil Alain hier auch geschrieben hat, hier bei Manuel noch ein bisschen anquaken und sowas. So, dann werde ich mal eben rüberjumpen. Ja, ja, mal gucken, was so passiert, ne? Also es kann sein, dass dieser schwarze Troll gemeint ist, den ich ja schon vor, wie schon gesagt, einigen Folgen oder in der letzten Folge, bitte nehmt es mir nicht übel, aber im Augenblick steht bei mir alles im Kopf. So, Manuel, guck mal hier. Und wie sieht's aus? Es wäre gewagt, seine Werte... Was wären denn das für Pflanzen? Aber später. Und? Wie sieht es aus? Meine Fortschritte in der Magie. Ich denke mal, dass ich mit der Zeit alles meistern werde. Ja, ja. Hä? Guck mal, mein Logbuch.
Werbung für Selima. Kamal ist bereit, Ruslan Selima... Oh, Ruslan. Sorry, mein Fehler. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo war der denn jetzt nochmal? Mercurius. Ja, ich bin jetzt... Scheiße. Krieg wieder einen Daumen runter, was? Genauso als ich die Folge 287 vergessen habe, hochzuladen. Also, sorry, das kann mal passieren. Also, nobody's presence. Perfect. Kamal ist bereit, Selima zu... Kamal ist bereit, dir Selima zur Frau zu geben. Wirklich? Oh, Fremder, du bist ein gesegneter Adanos, ein Held, ein... Er hat allerdings eine Bedingung. Welche? Ich bin bereit, alles zu erfüllen. Freut mich. Dann habe ich mich in dich auch nicht getäuscht, als ich ihm dasselbe sagte. Also hör zu. Du musst nur einen schwarzen Troll erlegen und... Ja, ist denn Belia höchstpersönlich in euch beide gefahren? Ich soll einen schwarzen Troll erlegen? Das wäre mein sicherer Tod. Dann verzichte ich lieber auf die Hochzeit. Nein, nein, nein. Du bist mir ein Held. Ich dachte, ihr Nomaden wäret alle gute Jäger. Bin ich auch. Aber hätte es nicht etwas Kleineres sein können? Ein Löwe oder so etwas? Na toll. Dann werde ich eben den Troll für dich erlegen müssen. Allein schon deshalb, weil ich es Kamal bereits zugesagt habe. Ich hoffe aber, dass du mir zumindest etwas dafür geben wirst. Was? Du willst den Troll für mich erlegen? Das ist aber mehr als großzügig von dir, mein Freund. Ich werde dir auf jeden Fall etwas für deine großmütige Tat geben. Ich weiß allerdings im Moment noch nicht was, aber ich werde darüber nachdenken. Cool. So, jetzt wird sich natürlich zeigen, ob es der Troll war, den ich erledigt hatte. Nein, das war er nicht. Das war er nicht. Dann gucken wir doch mal im Inventar. Ich habe 14 Trollhauer. Und 4 Felle eines schwarzen Trolls. Und in dem Logbuch steht drin, Kamal ist bereit, Ruslan Selima zur Frau zu geben, wenn dieser einen schwarzen Troll erlegt und das Fell und die Hauer Kamal bringt. Ich sollte Ruslan diese freudige Nachricht sogleich überbringen. Das haben wir eben gemacht. Dann werde ich mal rüberfetzen zu Kamal, damit hier diese Quest-Option, also diese Dialog-Option durch ist. Yep. Also, mal nicht ans Feuer gehen. So, Kamal, hier sind die Sachen. Hier hast du das Fell. Ja, ein Glück. Ich dachte, ich müsste jetzt wieder in die Berge hoch. Hier hast du das Fell und Hauer eines schwarzen Trolls. Und schöne Grüße von Ruslan. Respekt. Er ist ein großer Jäger. Er ist würdig, meine Tochter zur Frau zu nehmen. Sehr gut. Sag Ruslan, dass er mir als Schwiegersohn willkommen ist. Und gibt's noch weiter was? Nein. Jetzt mal gucken. Selima? Halima? Selima? Ich will dir und Ruslan helfen, okay? Ich will dir und Ruslan helfen. Wirklich? Das ist sehr nett von dir, Fremder, dass du uns helfen willst. Weißt du vielleicht, wie ich deinen Vater umstimmen könnte? Ah, okay. Leider nicht. Mein Vater hasst alle Menschen und Ruslan am meisten. Hey, okay. Was hast du mit meiner Tochter gesprochen? Nichts. Ich habe ihr nur einen guten Tag gewünscht. Lass sie bloß in Ruhe, sonst passiert was. Okay, das haben wir jetzt auch erledigt. Nochmal hier Halima mal gucken, ob sie eine Gesprächsoption hat. Nein, hat sie nicht. Ja, dann geht's wieder zurück zu Ruslan. Wo bin voll der Heiratsvermittler. So, Ruslan, willkommen in the family. Kamal hat Fell und Hauer eines schwarzen Trolls erhalten. Du kannst sie lieber heiraten. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Ich schon. Du wolltest mir ein wertvolles Geschenk machen. Das habe ich auch nicht vergessen. Nimm bitte dieses wertvolle Amulett. Es hat schon meinem Großvater gehört. Darüber hinaus biete ich dir meine Hilfe an. Falls du beabsichtigst, gegen die Assassinen von Amagna zu kämpfen, bin ich bereit, mit dir zu kämpfen. Oh, cool. Okay, er ist dann bereit, mit mir zu kämpfen. Gut, aber dafür haben wir die Quest abgeschlossen, so wie ich das hier sehe, ne? Erfüllte Werbung für Selima. Ich habe Ruslan mitgeteilt, dass ich den schwarzen Troll erledigt habe. Kamal als Schwiegersohn jetzt anerkannt ist. Dafür erhielt ich ein wertvolles Artefakt und Ruslans Zusage, dass er mit mir kämpfen würde, wenn ich vorhätte, Amana zu erobern. Okay, Artefakt also. Speichern.
Ja, wissenswertes über Magie. Wissenswertes über Magie. Aber hier ist doch kein Schrein. Muss ich mal nochmal gucken, weil bei den Nomaden in einer Höhle gibt es einen... Ach ja, scheiße. Schrein. Da war ich ja schon, hieß es. Jetzt läuft er wieder mit dem Geschwindigkeitsring rum. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob hier ein Schrein war. Nee, das war ja hier... Die Geschichte mit den Nomadinnen. Warum sind denn hier so viele Nomadinnen? Puh. Hm. Ja, dann werde ich mal noch mal ein bisschen gucken, ne? So, dann schauen wir mal, ob wir bei Mercurius die Spruchrolle klauen können. Unwetter erhalten. Auch gut. Dann hören wir uns mal die letzte Geschichte an. Was tun die Orks bei den Assassinen? Was tun die Orks bei den Assassinen? Sie suchen nach den göttlichen Artefakten des alten Volkes. Diese Artefakte tragen die göttliche Macht Adanos in sich. Was wollen die Orks mit den göttlichen Artefakten? Nun, wenn Belia die Macht dieser Artefakte auf sich nehmen kann, wird er sowohl Innos als auch Adanos besiegen können. Was dann folgen wird, brauche ich dir wohl nicht zu beschreiben. Es werden für die Menschen mit der Herrschaft Belias Chaos, Unterdrückung, Verfolgung und Tod folgen. Wir dürfen es daher nicht so weit kommen lassen. Was kann ich tun, um Belias Sieg zu verhindern? Die große Entscheidung, wer von den Göttern siegen wird, liegt nicht in unserer Hand. Sowohl Innos wie auch Belia haben ihre Gesandten, die dies entscheiden werden. Heißt das, wir können überhaupt nichts tun? Nein, das heißt es nicht. Natürlich können wir versuchen, unsere Feinde daran zu hindern, dass sie ihre Ziele erreichen. Zumindest hier in diesem Tal. Wenn es dir gelänge, die Ausgrabungen der Orks, die mitten in der Wüste stattfinden, zu behindern oder ihnen sogar das Artefakt zu nehmen, dann würden wir unseren Feinden eine empfindliche Niederlage beibringen. Freilich, besser wäre es noch, wenn es uns möglich wäre, alle Assassinenstädte hier in dieser Gegend einzunehmen. Wenn uns das gelänge, würde der Einfluss Zubens in diesem Teil Varans endgültig verloren gehen. Aber das wird wohl für uns immer nur ein Traum bleiben. Ja, was sind denn das für Städte, die wir einnehmen müssen? Nun, hier unten im Tal wäre es nur Ashdod. In den Bergen aber gibt es noch die Städte Amana und Uga. Solange noch diese Orte den Assassinen gehören, sind wir nicht in der Lage, den Pass nach Ishtar in unsere Hand zu bekommen. Derjenige aber, der den Pass in seinem Besitz hat, kontrolliert das ganze Tal von Ashdod. Aber genug geträumt. Wenn nur alleine Ashdod mal in unsere Hand fallen würde, wäre das schon ein großartiger Erfolg. Ich werde den Ort Ashdod von der Herrschaft der Assassinen befreien. Dein Entschluss freut mich zwar sehr, aber bedenke, worauf du dich da einlässt. Ich habe es bedacht. Nun, wenn es dein fester Wille ist, kann und will ich dich nicht daran hindern. Bedenke aber, dass Ashdod sehr gut bewacht wird. Es wird schwierig sein, es zu erobern. Zudem können wir dir dabei nicht helfen, da wir von einer feindlichen räuberischen Sippe bedroht werden. Was ist das für eine Sippe? Es ist die Sippe von Ali. Sie sind Wüstenräuber und leben genauso wie wir in diesen Bergen. Aber zu diesem Thema kann dir Said mehr erzählen als ich. Ja, unterrichte mich in Kunst der Alchemie. Schauen wir mal. Unterrichte mich in der Kunst der Alchemie. Gut. Zuerst einmal die Grundlagen. Jeder Trank wird aus Pflanzen gemacht, denn sie besitzen die unterschiedlichsten Kräfte. Sie tun nichts anderes, als mit all ihrer Kraft zu wachsen. Und diese Kraft zu verändern,
ist die Kunst der Alchemie. Zur Herstellung eines Tranks am Alchemietisch brauchst du eine Laborflasche. Du musst die richtige Rezeptur kennen und die entsprechenden Zutaten haben. Es gibt eine Reihe von Rezepturen, die ich dir beibringen kann. Ja, dann Tränke, erzähl mal. Die dir verlorene Kräfte zurückgeben. Ja, okay. Und sogar solche, die deine Kräfte permanent verändern. Oh. Du kannst nicht alles auf einmal lernen. Also wähle mit Bedacht, welches Wissen du dir aneignen willst. Ja, welche Rezepturen hast du denn? Welche Rezepturen kannst du mir beibringen? Ich kenne einige. Triff deine Wahl selbst. Mana-Essenz kosten 3 LP. Das war also alles. So, kann er mich heilen? Ja, kann er mich. Alis Sippe, ne? Ja, die Ziegen, ne? Die Befreiung von Ashtoreth. Ich habe Mercurius vorgeschlagen, den Ort Ashtoreth von den Assassinen zu befreien. Das wird aber nicht leicht sein, da der Ort gut bewacht wird. Zudem können mir die Nomaden erst helfen, wenn ich ihre Probleme mit einer feindlichen Sippe, das wird Ali sein, ne? Anscheinend muss ich mich erst um eine Bande von Wüstenräubern kümmern, bevor die Unterstützung für den Kampf gegen Ashtoreth erteile. Gegen diese Räuber sollte ich ruhig schon vorgehen. Danke für den Tipp. Um das Vertrauen der Nomaden zu gewinnen, Ashtoreth, aber sollte ich erst angreifen, bis ich in dessen Tempel war und alle Geheimnisse der Schwarzmagier erfahren habe. Sie haben den Seelenstein, den Zyon aus der Gruft der Palatile gestohlen hat und irgendetwas Schreckliches damit vorhaben. Ne? So, dann hätten wir das nämlich auch und ich darf nochmal wieder hier auf mein Dankes-Tablet gucken und der Alain hat mir auch dann gesagt, dass sich auf der Karte von Tadmor eingetragen ist, Beliaturm, ach ja richtig, zwischen Beliaturm und Untotenruinenburg. Gucken wir doch mal nach. So, Karte von Tadmor war doch so, ne? So, dann haben wir hier Uga, Ashtoreth, Tadmor. Gucken wir mal. So, ja natürlich Beliaturm, da ist der und jep, da müsste ich mich dann hinbefinden. Ich bin ja bei den Nomaden und bei Said und dann werden wir uns da mal hinbegeben, nachdem wir mal eine Nacht irgendwo gespendet haben. Und dann werden wir erst nochmal Said anquaken. So, Bettchen, Bettchen. Hallo, Bett? Ja, geht. Schläfchen im Bett, das ist nett. So. Müssen wir nochmal gucken. Hopp, hopp. Hopp. So, Russland ist alles gut. Malev, hast du noch was? Ach ja, und in diesem Tippe-Kommentar mit dem Beliaturm bzw. Alis Sippe war der leise Hinweis. Ja, es gibt ja noch andere NPCs. Zum Beispiel, Gamel hat eine Tochter und eine Frau. Quack die mal an. Das hatten wir ja eben schon gesehen und erlebt. So, ja, also finde ich echt klasse, dass ihr mir dabei helft. Und ich gehe natürlich auch drauf ein. Das ist logisch. Und versuche natürlich jetzt auch durch eure Hilfe das Ganze mal. Nee, das brauche ich nicht. Ich brauche ja Said. Said ist weiter hinten. Ja, also damit das auch alles seine Richtigkeit hat. Denn ohne Hilfe, ich kenne mich. Irgendwann mal wollte ich ja mal nicht mehr. Ach, Jumpy, Jumpy. Oder ich laber zu viel. Und schau noch mal kurz nach, ob es hier irgendwo noch eine Höhle gäbe. Das mache ich aber im Off. Wegen Magischrein. Also Magi. Zeit. Komm. What you said. Okay. Könnt ihr mir helfen, Ashtoreth zu erobern? Nein. Ashtoreth zu erobern ist zu riskant. Es ist stark befestigt und hat sehr viele Krieger. Zudem wissen wir nicht, wie sehr wir uns auf deine Kampfkraft verlassen können. Was meinst du damit, Zeit? Nun, du müsstest dich erst bewähren, bevor wir uns dir anvertrauen können. Vertraust du mir? Nun, du hast meine Tochter Tamara gefunden. Gleichzeitig hast du uns mehrere Waffenbündel besorgt. Damit hast du uns schon sehr geholfen. Wir werden noch immer von Alis Wüstenräubern belästigt. Du wolltest doch etwas dagegen tun. Du hast die Panther getötet. Unsere Herde kann dadurch wieder sicher weiden. Du hast die Greifen getötet.
Unsere Ziegen werden jetzt wieder sicher weiden können. Du hast dich bei Kamal dafür eingesetzt, dass Ruslan seine Tochter heiraten kann. Ruslan hat daher eine hohe Meinung von dir. Er vertraut dir. Viele meiner Nomaden meinen mittlerweile, dass man dir trauen kann. Du wirst zwar schon von einigen der Männer respektiert, aber es reicht noch lange nicht. Die meisten vertrauen dir nicht. Ja, das heißt also, ich muss mich zu Alis Sippe aufmachen, die, der Tipp schon sagte, zwischen Velia und Untoten Ruinenburg ist. Da sehen wir uns später. Ja, wunderbar. Mit meiner Rune zum Tal von Asch, dort bin ich erstmal hier gelandet. Mein Gott, dann geht es natürlich wieder hier hin. Nach Ashdod. Dann gucken wir mal. Das Ding habe ich doch schon besucht. Hier geht's nach Uga. Und ich weiß, ich war hier vor langer, langer, langer Zeit drin. Mal Gedanken auffrischen. Ob eventuell hier was ist, was uns von Nutzen ist. Ist klar, die Truhe werde ich haben, ne? Ja, ist klar. Okay, nun mal halt eben als Orientierung. Naja, das war hier dieser lustige Erker. So, ich dachte, hier hätten wir hier ein Alchemietisch. Mal gucken, was ich herstellen kann. So, natürlich habe ich natürlich schon im Off geguckt, was ich alles herstellen kann. Da ist mir als allererstes mal Elixier, nee, Trank der Stärke kann ich nicht herstellen. Aber, ne, können wir mal gucken, zu wenig Rohstoffe, das weiß ich. Aber ich kann herstellen Trank der Geschicklichkeit, Trank des Geschicks und zwar auch nur einen. So, den haben wir jetzt hergestellt. Dann gucken wir nach, ich kann noch ein paar Pfeilchen herstellen. Also das war alles, was ich hier herstellen kann. Und zwar besondere Pfeile und Bolzen herstellen, Schwarzpulver herstellen, okay. Weil ich kann nämlich Feuerpfeile herstellen, das habe ich mitgekriegt. Aber was ist mit Schwarzpulver herstellen? Wie soll denn das funktionieren? Ich noch gar nicht, siehst du, das geht nicht. Spezielle Pfeile, besondere Pfeile herstellen. Giftpfeile kann ich nicht herstellen. Ich werde mal mit Giftfeuerpfeile machen. Das kann ich nämlich mal gucken. 100 Feuerpfeile dürften nicht gehen. Zu wenig Rohstoffe. Ja, 10 Feuerpfeile. Also gucken wir mal, das geht. Sicher ist sicher. Giftpfeile, da weiß ich nicht, wo ich noch Gift weiter kaufen kann. So, 20. Und jawohl, ich mache das so weiter, wie geht, ne? So, in meinem Inventar sind jetzt insgesamt 70 Feuerpfeile. Na, das ist doch wenigstens etwas als nichts. Dann gehen wir mal wieder runter und schauen uns mal, mal an, wo wir noch weiter hinkommen. Tun. Und zwar in Richtung Alis Sippe. Oder Alis Clan, je nachdem. So, dann werde ich erstmal nochmal zum Belia-Turm fetzen. Hoffentlich ist das richtig. Ja, okay, die richtige Klamotte habe ich an. Mal nochmal auf der Karte und von da aus irgendwie dazwischen. Dazwischen. Mal gucken, ob wir da irgendwie eine Übersicht, damit ich mich ein bisschen orientieren kann, da wo dieser. Diese untoten Ruinen, wo ich ist. Gucken wir mal nach. Also ich werde noch mal weitersuchen im Off. Ja, bin jetzt hier an den Rand und das dürfte hier die untoten Ruinen, wo ich sein. Und irgendwo da unten werden sie wohl sein, ne? Gucken wir mal auf die Zeit. Ja, leider abgelaufen fast. Mach mich mal auf den Weg. Und verabschiede mich an dieser Stelle für diese Folge. Schreibt einen Kommentar, gebt einen Daumen, ihr kennt mich. Und ja, wenn ich irgendwas übersehen habe, dann sagt's mir. Dann sagt's mir, schreibt einen Kommentar. Ich gehe, wie ihr gesehen habt, voll darauf ein. Ist auch schön, in diesen Zeiten mal gemeinsam was zu machen. Okay, in diesem Sinne, tschüss.